2. März. Das ist ein Tag nach dem Anmeldezeitraum für die Kia Goes World Projekte. Und deswegen jetzt die spannende Frage. Christine, wie sieht es aus mit den Anmeldungen? Nach mehreren Verhandlungen und Hin- und Herschieben, wie wir die besten Teams zusammenstellen, sind 5 Länder voll. Libanon ist voll, Israel ist voll, Kenia ist voll, Griechenland und der Irak. Kein Platz mehr für euch. Zu spät. Aber wir haben noch ein paar Plätze frei. Äthiopien, Kongo, Ukraine, Bulgarien und Serbien. Können wir da klar noch euch mitnehmen, Christine? Das müssen wir schauen, ob wir euch mitnehmen. Wie können die sich anmelden, Robert? Ja, für alle, die ihre Brieftauben nicht mehr daheim haben oder die gerade weggeflattert sind, haben wir eigentlich 3 Wege. Das erste, ganz einfach, E-Mail an die Christine, direkt an die christine.wolf@kirchenaktion.de schicken. Zweite wäre, einfach die Teilnahmeformulare auszufüllen. Und zwar im Journey an diesem Sonntag, da haben wir die ausliegen. Oder ihr ladet die auf unserer Website runter auf der Seite mit World-Projekten. Und für die ganz Langsamen, die sich nicht entscheiden konnten, haben wir die Frist um eine Woche verlängert. Bis einschließlich Sonntag könnt ihr euch noch anmelden. Ab Montag wird jeder Einsatz um 50 Euro teurer. Oh, Christina, ich habe eine E-Mail noch reinbekommen, die hatte ich dir weiter. Ein Platz weniger im Kongo. Wer sich jetzt anmeldet, hat noch eine Chance. Wer wartet, da sind die Plätze dann einfach schon weg. First come, first served. Bis bald.